wollte nicht in die Praxis kommen. Ich seh's dir an. Bleib stark, ne? Wir haben's doch erwartet. Das Haus muss abgerissen werden. Auch der Teil, der nicht abgebrannt ist. Alles lief auf einen Neubau hinaus. Und der würde um keinen Pfennig billiger werden, sagen die Herren von der Bank. Tja, Frau Amberg will das Anwesen verkaufen. Ein Autohändler interessiert sich dafür. Ein Autohändler? Ein Autohändler. Mein Gott, es war ein Versuch. Wir packen es später. Hm? Warte nur, bis der, die das auf der Welt ist, dann kommt das Glück von ganz allein. Hey, zieh nicht so ein Gesicht. Hm? Wir legen die Träume nur ein bisschen schlafen. Aber wir stellen ihn den Wecker. Ich muss rein, da warten lauter kleine Patienten. Hm? Wir sehen uns heute Abend. Bis dann. Ja, grüß dich, Jocke. Was machst denn du da? Na, nicht schon wieder. Sag her. Lass den Blödsinn. So eine Wunde muss versorgt werden. Bin schließlich bei der Doktorin in der Praxis. Machst du doch, Oma Jestl. Ja, das täte ich schon, aber die Ärzte sehen das nicht gern. Und meine Kräuter helfen mir auch nicht überall. Die Hexenfrier, die haben es viel leichter gehabt. Da hat es auch nicht so viele verrückte Krankheiten gegeben wie heutzutage. Aber geschlagen ist auch worden. Ja, geschlagen ist immer worden. Na ja, dann gehen wir zur jungen Ärztin. Das ist die Vertretung von der Bachleitnerin. Ich mag sie da, oder? Ja, schon. Aber. Wer weiß? Der Papa oder die Mama? Na, zufrieden? Ja. Bei mir ist auch bald soweit. Sogar sehr bald. Ich weiß auch nicht, warum das so komisch ist, eine Hebamme. Warum sollen Hebammen immer nur fremde Kinder zur Welt bringen? Der Bäcker isst Brot, der Metzger Wurst. So, und jetzt hole ich Ihren Mann. Herr Eichhorn? Ja, ist jetzt endlich da. Es hat sich ganz schön Zeit gelassen, finde ich. Um 4 Uhr muss ich meinen Laden aufmachen. Eichhorn, Eichhorn. Ja, wissen Sie, ich muss mich auch an die Öffnungszeiten halten. Na, sagen Sie halt schon endlich. Es ist doch alles in Ordnung, oder? Was ist denn? Sehen Sie doch selber nach. Ihre Frau wartet schon. Hat sie das gesagt? Ja, dann geh ich jetzt einmal rein. Hm? Danke, Herr Doktor. Danke, Schwester. Ich wette, das ist ein Madel. Sie setzt ja immer alles durch, was sie sich vornimmt. Jetzt sagen Sie mal, sieht man das eigentlich auch? Ich meine, dass man Vater ist. Ein Souvenirgeschäft unten am See. Ne, da liegen um 4 2 Dampfer an, deshalb. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Kaffee? Gern. Können Sie mir mal verraten, warum Männer eigentlich immer so albern sind, wenn sie Vater werden? Vielleicht, weil sie nicht so beteiligt sind. Und deshalb ein schlechtes Gewissen haben. Interessante Theorie. Werde ich mal meinem Mann erzählen. Der fängt nämlich auch schon so an, wenn es ums Baby geht. Und wie ist das bei Ihnen, Herr Doktor? Oh, nicht anders. Das hat die Natur schon sehr komisch eingerichtet. Frauen haben die physischen Schmerzen, Männer die seelischen. Ja, aber Männer leiden mehr. Herr Oberarzt, ich würde gerne das Baby ja nehmen. Und naja, haben Sie sich schon mal überlegt, wie das dann hier weiterläuft? Mhm. Was halten Sie von Henriette? Den Storchenwagen gibt's ja nicht mehr. Die beste, die Sie kriegen können. Nicht begeistert? Ganz ehrlich? Ganz ehrlich. Ich würde danach wieder gern hier anfangen, aber wenn Henriette, ich meine, sie ist die bessere. Machen Sie sich mal keine Sorgen, Lisa. Mit Henriette schließen wir vorerst nur einen Zeitvertrag ab. Gina kann es allein sowieso nicht schaffen. Was kann Gina nicht schaffen? Wir sprechen gerade über die Zeit, in der Lisa im Mutterschutz ist. Es wird mir also jemand vor die Nase gesetzt. Das ist ja wieder mal typisch. Gina, wieso? Ist doch wahr.
Da hat man endlich mal Bock auf was, denkt, so, jetzt kannst du richtig loslegen, kannst mal zeigen, was du auf dem Kasten hast. Und dann Henriette kommt. Naja, Henriette muss ja untergebracht werden. Ich verstehe Ihre Verärgerung, aber wir haben zuerst an unsere Patientin zu denken. Ihnen fehlt da noch etwas an Erfahrung, das wissen Sie selbst. Okay. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit der großen Henriette. Da kann ich bestimmt eine Menge lernen. Sie ist enttäuscht. Sie kann ein ganz schönes Biest sein, wenn es nicht nach ihrem hübschen Kopf geht. So, mein Kleiner. Und draußen wartest du noch einen Augenblick, ja? Okay. Ab! Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Woher wissen Sie denn, was ich vorhabe, Oma Jöstl? Kann man's denken. Sie wollen hingehen und denen die Leviten lesen. Aber ich glaube, das nutzt nichts. Und warum nicht? Weil der Hirzinger ein Lump ist. Feig und unberechenbar. Und die Alte erst. Diesen Drachen hätte nicht einmal der heilige St. Georg erledigen können. Seien Sie vorsichtig mit denen. Ich will aber wissen, in welchen Verhältnissen der Junge lebt. In fürchterlichen. Der Hirzinger hat doch den Buben mit in die Ehe gebracht. Und dann sind nur zwei dazugekommen. Aber bei dem Juckel hat man immer das Gefühl, der gehört gar nicht zur Familie. Der ist Einzelgänger. Und je mehr sie ihn drangsalieren, umso weniger können sie an ihn rankommen. Ja, schönen guten Tag, Dr. Wilke hier. Geben Sie mir doch bitte den Herrn Senzig von der Jugendhilfe, ja? In einer dringenden Angelegenheit. Versucht haben's viele. Aber geholfen hat's nix. Boris? Mhm. Warum malst du eigentlich nie Menschen? Ich habe dich gemalt. Ja. Als Farbklecks unter einem riesigen Berg aus weiter Entfernung. Ich liebe nun mal die Natur, Menschen. Kannst du in ein Gesicht schauen und träumen? Die Berge, die Wälder rauschen hören, den Bach? Nein, das kannst du nur bei solchen Bildern. In einem Menschengesicht kann ich aber ein ganzes Leben ablesen. Du magst meine Bilder nicht. Doch. Sie sind nur irgendwie. Es fehlt ihnen was. Ich weiß natürlich nicht was, aber. Bist du jetzt sauer? Ich bin nicht gerade begeistert. Ich glaube, ich bin doch nicht die Richtige für dich. Ich sollte wieder arbeiten. Muss das sein? Boris, bitte. Entschuldigung, ich weiß schon. Keiner soll dem anderen etwas aufzwingen. So war die Abmachung. Das war die Abmachung. Aber Martine will mich in der Klinik haben. Henriette, ich will mich doch nicht mit dir streiten. Geh nicht arbeiten. Ich brauche dich hier. Ich möchte dich immer um mich haben. Ich würde Sie wirklich bitten, mich vorher zu konsultieren, wenn Sie eine Veränderung an der Medikation vornehmen. Frau Müller verträgt kein Chloramphenicol. Sie zeigt allergische Reaktionen an den Oberarmen. Augenblick. Haben Sie mich jetzt verstanden? Hallo. Was war? Ach, nix. Bitte hören Sie auf, mich daran trösten zu wollen. Es weiß doch mittlerweile eh jeder, dass ich eine Niete bin. Verena, noch ein Wort und Sie bekommen auch mit mir Ärger. Was ist mit Ihrem Selbstbewusstsein? Erinnern Sie sich noch, als Sie das erste Kind auf die Welt holten? Was war das für ein Gefühl? Oh. Frau Hahn, Sie erinnern sich vielleicht nicht mehr. Im September war sie zum ersten Mal bei uns. Eine schnell wachsende Zyste im linken Eileiter. Auf Medikamente hat sie kaum angesprochen. Möchten Sie dabei sein? Oh nein. Oh bitte. Das ist Ihre Patientin. Und zwar ganz allein. Guten Tag. Ich bringe meine Mutter. Sie war bestellt. Ich weiß. Grüß Gott, Frau Hahn. Guten Tag, Frau Doktor. Na, Junge, was ist?
Sag guten Tag. Das ist die nette Ärztin, von der ich dir erzählt habe. Guten Tag. Grüß Gott. Er hat die Taschen gepackt, als müsste ich 14 Tage bleiben. Er übertreibt's manchmal. Aber er ist ein guter Junge. Mama. Schön, wenn man jemand hat, der sich so um einen kümmert. So was könnte ich auch brauchen. Bitte schön. Vielen Dank. Sie nicht. Sie warten bitte hier. Na, was soll's werden? Ein Bub? Ein Mädel? Eine Zyste. Mehr eine Zyste. So. Und die Symptome, Frau Hahn, haben sich die verändert? Nein. Das Ziehen auf der einen Seite, links. Und einen Druck. Und manchmal ganz plötzlich einen richtigen Schmerz. Ich werde Sie noch mal mit dem Ultraschall untersuchen. Machen Sie bitte den Bauch frei. Müssen Sie etwa operieren? Das möchte ich erst mit unserem Oberarzt besprechen. Und wenn wirklich, wird es nicht besonders kompliziert. Wir machen das meist minimalinvasiv, das heißt durch die Bauchdecke hindurch. Dadurch? Ulf, mein Sohn, ist gegen Operation. Er sagt, die Ärzte heutzutage sind viel zu schnell mit dem Skalpell zur Hand. Entschuldigen Sie schon, aber ich glaube, er macht sich nur Sorgen um mich. Sie haben ein gutes Verhältnis zu ihm, gell? Na, wenn man ständig zusammengelebt hat. Ich sage immer, eines Tages musst du ja doch ausziehen, wie ein nettes Mädel nehmen. Aber ich meine es natürlich nicht ernst. So, fertig, Frau Hahn. Sie können sich anziehen. Und später kommt dann der Oberarzt und dann werden wir das weitere Vorgehen besprechen. Einverstanden? Tja, wenn Sie sagen. Und? Wollen wir es versuchen, Jörg? Warum kann man sich seine Eltern nicht aussuchen? Das ist keine schlechte Idee. Aber dann müssten sich Eltern auch ihre Kinder aussuchen dürfen. Dr. Dori. Was ist? Ich hab doch keine Angst um mich. Ich hab Angst um die Kleine. Wir sind doch drei. Und ich schäm mich. Schämen? Wieso? Sie schlagten. Er duckt sie. Verkracht sie und bettelt. Dein Papa? Ich möchte nicht so werden wie er. Bist du ein Scheißkerl? Ich mach doch alles hier. Und du sitzt da und flänzt! Angelika, die Kinder! Die Kinder! Das ist das Einzige, was du konntest! Monst, ich wollte sie! Mit denen hast du mich doch festbunden. Sie müssen mich trotzdem reinbringen. Was soll es für die sein können? Oder? Herr Kratzer, der hat mich bestimmt zur Chefsekretärin gemacht. Weißt du, wie du ins Bett bist? Glaubst du, ihr habt das nicht mitgekriegt? Wir haben schon früh so Horn gebracht. Du schon mitgekriegt? Was ist denn das? Horn. Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen warten. Na. Gut. Gib mir die Flaschen. Dir! Ich arbeite! Ich! Du bist der Null! Du bist der Scheiß! Jetzt gib's schon her! Komm. Da hast du! Wenn Sie wollen, geh rein. Wir überlegen uns was. Irgendwas überlegen wir uns. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Dann weißt du ja mehr als ich. Ich bin nämlich so ziemlich ratlos. Ich will nicht heim. Lieber ohne im Wald. Aber davon redet doch keiner. Doch, alle reden davon. Und alle schauen so aus wie Sie, wenn Sie davon reden, Dr. Dori. Steig ein. Jockel! Tag, Frau Eichhorn. Ja, grüß Gott, Herr Oberarzt. Grüß Gott, Herr Doktor. Ja, hallo. Was ist das hier, ein Krankenhaus oder eine Schreinerwerkstatt? Ja, wieso hat sich jemand beschwert? Die Frau Lewandowski hat nichts gesagt. Hör mal, das wäre doch was für dich, hä? Was mit dir auf dem Berg? Ja. Nee, danke. Der Willi schafft's nicht mehr nur, wenn ich da lieg. Die Fremden sind wie narrisch nach den Dingen. Manchmal muss es direkt auf den nächsten Tag vertrösten. Ja, großartig. Das Geschäft floriert also. Ja, Gott sei Dank. Darum hat es mir ja hergebracht. Ob ich jetzt da rumlieg und die Fliegen zeige oder die Steckerl präpariere. Schauen Sie, das ist die Stadtwappen und da ist ein Steckerl von den Bergen. Ganz schön geschäftstüchtig, unsere Frau Eichhorn. Ja, mei, von nix kommt nix. Wann darf ich ihn wieder heim, Herr Oberarzt? Tja,
Ja, was heißt denn? Hm. Werden Sie mit den Stöcken bis übermorgen fertig? Ja, wenn das so ist. Ich kann auch schneller arbeiten. In Maßen, Frau Eichhorn. Sonst müssen wir Gewerbe anmelden. Oh, jetzt hätte ich bei einer Holzdiebstahl begangen. Wissen Sie was? Ich schenke mir einen. Markus! Markus! Da, hey. Hans-Peter. Sie hat ihn mir geschenkt, ganz ehrlich. Schon heute Morgen. Wie ist das jetzt mit Henriette? Ich meine, ist das in Sack und Tüten? Fängt sie bei uns Doktor an? Doktor Lessig, wir vermengen Privates nicht mit der Arbeit, ist das klar? Klar, Oberarzt, klar. Und? Überlegt sich's noch. Überlegt sich's noch. Grüß Gott. Tag. Was wollen Sie? Mit Ihnen sprechen wegen Jockel. Der Jockel? Ja, der Jockel ist ein gutes Thema. Aber der Jockel ist nicht da. Also, wer sind Sie? Dr. Wilke, Kinderärztin. Mhm. Ärztin. Der Bub ist gesund, wir brauchen keine Ärztin. Herr Ritzinger, was ist los? Warum schlagen Sie ihn? Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen oder möchten Sie mit mir reden? Ich? Wieso denn ich? Wer sagt denn, dass ich den Bub schlag? Das ist gelogen. Das ist eine ganz gemeine Lüge. Ich habe ihn untersucht. Ich liebe ihn doch, den Lausbub. Und wissen Sie auch warum? Weil seine Mutter gestorben ist. An ihm. Er war schuld dran. Und gerade deshalb liebe ich ihn. Sie war alles für mich. Er schaut ihr sogar ähnlich. Das war die Hölle. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Man hat ein Baby auf dem Arm. Und es ist keiner da, der ihm hilft. Keiner. Ich hab's ja versucht, aber Sie sehen ja, was draus geworden ist. Wenn Sie ihn schlagen, schlagen Sie Ihre tote Frau, Herr Ritzinger. Was? Was ist? Ich gehe Jockel jetzt suchen. Und dann reden wir noch mal miteinander, ja? Meine Frau versteht das sowieso nicht. Na? Hat er Ihnen die Ohren voll gejammert? Wie schlecht ich zu dem Jockel bin? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie sind. Ich bin's auch nicht. Ich bemühe mich wirklich, es nett zu sein. Aber wenn er dauernd seine Verblichene in ihm sieht, wissen Sie, dass der mich kaputt gemacht hat, der Kerl? Was ist denn aus meinem Leben worden? Na, Scheiß! Kommt der Bub zurück? Frau Hirzinger. Ach, scheren Sie sich doch zum Teufel mitsamt dem Balk. Ach, grüß Gott, Herr Hahn. Na, rechnen Sie mit einer Hungersnot? Nein, ich weiß ja nicht, wie er das ist. Ich meine, Mama ist sehr wählerisch. Selbst wenn ich koche. Sie kochen? Leidenschaftlich. Ja. Ich meine, hin und wieder. Also, ich bin eine miserable Köchin. Ach, tatsächlich? Ja. Ich möchte Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber ich würde sehr gern einmal für Sie kochen. Das ist ein Witz, oder? Nein, nein, ich würde mir auch was ausdenken. Ich meine, ich denke mir immer etwas aus. Deswegen kann ich auch kaum ein Gericht wiederholen. Schmeckt immer anders, außer Spiegeleier. Ich möchte Ihnen aber nicht zu nahe treten. Und wieso zwei Blumensträuße? Das ist auch wieder so eine Sache. Einer ist für Sie. Für mich? Ja. Ihre Mutter hat schon recht. Sie tun des Guten wirklich zu viel. Bitte, bitte nehmen Sie Welchen? Suchen Sie sich einen aus. Ja, und wenn Ihre Mutter erfährt, dass sie nur die zweite Wahl bekommen hat? Ist es nicht. Haben beide das Gleiche gekostet. Ach so. Ja, dann nehme ich den. Bitte. Dankeschön. Und Herr Hahn, übertreiben Sie es nicht. Eine Frau gewöhnt sich dran. Gerne. Ach nein, es war im Wald wohl zu grauselig und zu kalt. Jetzt bin ich wieder gut genug. Ich hab sie beobachtet. Sie waren bei den Alten.
Aber Sie haben mich nicht verpfiffen. Verpfiffen nicht, aber den Hintern hätte ich dir schon gern versohlt, mein Lieber. Macht man das mit Leuten, die es gut mit einem meinen? Ich trau jetzt keinem mehr, außer Oma Jöstl. Naja, und jetzt vielleicht auch dir. Gerne. Bleib mal ruhig bei dem Du. Was mache ich jetzt mit dir? Ich hab Hunger. Das kann ich mir denken. Und eine Badewanne wäre auch nicht schlecht, hä? Dorothy? Dorothy! Hallo, mein Schatz. Oh, danke schön. Wie geht's der, die das? Keine Ahnung. Ich hatte heute leider keine Zeit für ihn. Sag mal. Ja, wir haben Besuch. Oh, Besuch? Mhm. Komm, setz dich. Wir wollen gemeinsam essen. Und sehr lieb zu ihm, hörst du? Abendbrot ist fertig. Sie sind sauber. Total. Aber die Bürsten ist hier. Jocke, darf ich vorstellen, das ist Dr. Mertin. Der gehört auch in dieses Haus. Dr. Mertin, Jocke. Grüß Gott, Herr Doktor. Sag mal, kann mir mal einer erklären, was hier gespielt wird? Du bist unhöflich. Gut, gut. Grüß Gott. Wie war doch gleich der Name? Jocke. Grüß Gott, Jocke. Ich freue mich, dass du unser Gast bist. Schöne Kerzen. Ja, zur Feier des Tages. Wir haben zu Weihnachten auch Kerzen gehabt. Aber nur am Heiligen Abend. Dürfen wir denn die Kerzen immer zünden? Natürlich. Na los, und jetzt greif zu, hm? Na, was ist? Geben Sie mir bitte was. Bei uns dürfen Kinder nichts vom Tisch nehmen. Wie du möchtest. So. Alles für mich? Das schaffst du doch, oder? Schaff ich. Aber nicht so. So mit Gabi und Löffel. Ja, dann nimmst du eben deine Finger. Hast du ja schließlich gründlich genug gewaschen, oder? Dorothy, würdest du bitte mal einen Moment mit rauskommen? Natürlich. Vielleicht sagst du mir, wer das ist und warum er bei uns am Tisch sitzt. Er kann nicht nach Hause, jedenfalls nicht jetzt. Das ist der Junge, der ausgerissen ist. Stimmt's? Natürlich. Du versteckst ihn und seine Eltern suchen nach ihm. Sie suchen nicht nach ihm. Na, großartig. Sie werden ihn vielleicht totschlagen, wenn er nach Hause kommt. Markus, Kinder können dort wirklich nichts vom Tisch nehmen. Auf dem stehen nämlich nur Flaschen. Dann ist es Sache der Jugendfürsorge oder der Polizei. Du kannst ihn jedenfalls nicht so einfach hier verstecken. Ach nein? Soll ich ihn auf die Straße setzen oder was? In dieses schreckliche Haus bringe ich ihn jedenfalls nicht zurück. Ich mache mich nicht mitschuldig. Hast du deine Gefühle an die Garderobe gehängt? Du hast es nicht gesehen. Ja, es sind Kinder. Wir werden auch ein Kind haben. Hm? Ich hab gegessen. Danke, Dr. Dore. Jocke. Ist es schön da, aber ich gehe jetzt. Ihr sollt euch nicht streiten wegen mir. Wir streiten uns doch gar nicht. Komm, geh zurück ins Zimmer. Hm? Na. Hast du nicht gehört? Du bleibst hier. Das ist dein Befehl. Erschrecken Sie bitte nicht. Oh. Ich sagte, erschrecken Sie bitte nicht. Ich habe ausdrücklich gesagt, bitte erschrecken Sie nicht. Ja, gesagt. Glauben Sie, eine Katastrophe wird kleiner, wenn man sie ankündigt? Ich wollte keine Katastrophe sein. Oh. Was machen Sie denn schon wieder hier? Zufall. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Ich mache oft abends Spaziergänge. Das beruhigt. Und hier in der Gegend gibt es Nachtigallen. Mindestens 3 Stück. Also, wenn Sie das Fenster aufmachen, können Sie sie hören. Ich wäre nicht ganz schlau aus Ihnen, Herr Hahn. Ich auch nicht. Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Ja, und? Ulf. Wenn Sie bitte Ulf zu mir sagen würde, das würde mir vieles leichter. Leichter? Was? Ja, einverstanden? Ja. Ulf! Was tust du denn hier? Ein Spaziergang, reiner Zufall. Es ist gleich Mitternacht, da spaziert man nicht. Und Krankenbesuche macht man schon gar nicht. Er hat den Nachtigallen gelauscht. Den Nachtigallen? Ja. Er kann keine Nachtigall von einer Domdohle unterscheiden. Ulf, könnte es etwa sein? Aha. Mama.
Frau Doktor, Sie dürfen nicht alles für bare Münze nehmen, was mein Sohn erzählt. Ich weiß ja nicht, was er Ihnen gesagt hat, aber nun ja. Mama, jetzt reicht's. Ulf! Das ist doch peinlich. Entschuldigen Sie bitte. Was hat er denn plötzlich? Ich denke, Sie kennen ihn so gut. Nachtigallen. Er lauscht Nachtigallen. Ich hab dir die Geschichte von Aladdin erzählt. Einen Vortrag über Muskeln gehalten. Was denn nun noch? Warum schläfst denn du nicht? Es geht nicht. Es ist alles so anders. Die Decken rutscht da und runter. Und es ist so ruhig, wenn man die Luft anhält. Ganz eine andere Ruhe wie bei uns daheim. Und ich dachte, es gibt immer nur eine einzige Ruhe. Was machen wir denn, wenn die Polizei auftaucht? Na, was schon. Wir verwandeln unser Haus in eine Festung. Lebendig kriegen die uns nicht. Oder wir sagen, dass ich von jetzt an euch ein Kind bin. Gute Nacht, schlaf schön. Okay, okay. Gute Nacht. Und du auch. Das sind so Minuten, da liebe ich meinen Beruf über alles. Ja, ich komme. Morgen, Herr Doktor. Ach, Herr Meierhofer, kommen Sie ruhig rein. Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, wie unangenehm mir das alles ist. Ich habe die ganze Nacht gehofft, Sie würden es nicht tun, aber kurz nachdem Sie angerufen hatten, stand oder besser gesagt schwankte der Hirzinger auf die Matte und hat die Vermisstenanzeige aufgegeben. Ja, und die staatlichen Stellen, warum tun die nichts? Wir leben in einer Demokratie, Herr Doktor. In der kann man auch übertreiben. Lügen, Prozesse in die Länge ziehen, Widerspruch einlegen, Reue zeigen, alles Mögliche. Zum Teufel, jeder im Ort weiß, was dort passiert. Aber es ist natürlich bequemer wegzusehen. Erzählen Sie mir nicht, dass Sie keine Beweise haben. An denen fehlt es nicht. Es fehlt höchstens an Verantwortungsgefühl oder Zivilcourage. An Menschlichkeit. Tut mir leid, Frau Doktor, aber ich muss ihn wieder nach Hause bringen. Die Gesetze verlangen es so. Hervorragende Gesetze haben wir. Jetzt reg dich nicht auf. Ich komme gleich nach, Jockel. Mein Bursch, was hast du wieder angestellt? Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Das ist ein Jockel. Der Bub ist zu Hause, das ist Hauptsache. Wir haben ein Protokoll vorbereitet, das müssen Sie unterschreiben. Ja, genau. So weit sind wir schon. Dass man unterschreiben muss, wenn man sein eigenes Fleisch und Blut in Empfang nimmt. Gib's her. Ich unterschreibe. Aber sowieso erscheint. Wie stehen wir denn da? Der Junge läuft weg und gleich wird überall gerät. Hat's nicht gut, was ist das für ein Elternhaus? Da wird da alles. Den Kindern fehlt's an nix. Genau, an nichts. Herr Hirzinger, wir waren gestern schon einmal weiter. Gestern? Da hab ich ein bisschen zu viel getrunken gehabt, glaube ich. Da kann ich mich nicht erinnern. Und die Flecken? Die Narben an seinem Körper? Mein Gott, das sind Kinder. Die kraxeln auf Bäume, die rennen rum, die fallen hier. Da kommt schon mal zu einem blauen Fleck. Ich würde die anderen gern noch untersuchen. Dazu haben Sie kein Recht. Natürlich nicht. Aber dafür könnte man doch sorgen. Oder, Herr Meierhofer? Unser Familienleben ist in Ordnung, Frau Doktor. Warum mischen Sie sich da ein? Eigentlich haben es ja Sie unser Kind entführt. Genau.
Kidnapping oder so. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Ich habe das Theater satt. Wenn Sie auch ein einziges Mal nur noch eines Ihrer Kinder anrühren, dann werde ich persönlich dafür sorgen, dass Sie hinter Gitter kommen. Sie alle beide. Dorothee. Ist das klar? Sie schüchtern uns nicht ein. Jockel, komm. Weiß der Teufel, was der Ihnen wieder erzählt hat. Der hat ja blühende Fantasie. Los, ab ins Haus. Kommst zurück! Da, jetzt sehen Sie es, was Sie angestellt haben. Und was ist mit denen? Was soll ich denn machen? Ich bin dafür nicht zuständig. Ich kann sie denen doch nicht wegnehmen, wenn ich keinen Auftrag hab. Dann machen Sie doch was. Machen Sie den Ämtern die Hölle heiß. Ja, Jockel. Hey, nicht so stürmisch, kleiner Mann. Wir wollen doch nicht, dass dem Baby da drin was wehtut, oder? Der wär's mal gut um. Ich weiß doch auch keinen Rat. Es wird nicht lange dauern und die Polizei steht wieder vor der Tür. Ich kann verstecke, da findet mich keiner. Davon bin ich überzeugt. Aber du kannst dich doch nicht jahrelang in deiner Höhle verstecken. Nein, nur bis ich groß bin. Dann wandere ich aus, nach Kanada oder so. Aber vorher deckst du den Tisch, hä? Gibt's erstmal ein ordentliches Frühstück. Mit Kerzen? Mit ganz vielen Kerzen. Der Frühling ist falsch. Es ist alles falsch, nicht mal der Kirschbaum stimmt. Ich habe kein Talent und schon gar nicht, wenn einer hinter mir steht. Ach, Van Gogh war nie mit sich zufrieden. Van Gogh. Du musst es fühlen, Henriette. Du schließt die Augen und siehst es vor dir. Es ist der Frühling, so wie du ihn fühlst. Er ist nicht so wie der da draußen. Das ist Natur, Realität. Du machst Kunst daraus. Etwas Ewiges, was nur deine Augen so gesehen haben. Ja, aber wenn mir der Frühling da draußen viel besser gefällt als der hier drin und... Weil du dir nichts zutraust. Ja, das stimmt, Meister. Und was ich mir zutraue, das tue ich nicht. Ach, warum willst du mich nicht verstehen? Weil ich mir albern vorkomme. Henny. Ich habe ein paar Jahrzehnte gebraucht, um so zu werden, wie ich bin. Und ich bin stolz darauf, verdammt noch mal, weil ich es geschafft habe. Ich selbst. Es war schön und traurig und beschissen, aber es war mein Leben. Immer mein Leben. Und das willst du mir nehmen. So empfindest du das? Ach, Boris, wir beide sind viel zu selbstständig. Vielleicht auch zu intolerant geworden. Zu lang allein, mein Alter. Da hängen die Gewohnheiten wie Ketten an einem. Ich werde gehen. Vielleicht morgen schon. Sie wollen mich in der Klinik einstellen. Da bin ich zu Hause, da weiß ich, was ich machen muss. Tut mir leid, mein Alter. Es ist ein großer Bauernhof mit Tieren. Da sind 7 oder 8 Kinder. Alle so wie du. Ein Hund, Katzen, Lämmer. Ja, und viele nette Leute, die nur für euch da sind. So ein schönes Zuhause hast du noch nie gehabt. Ich will aber nicht. Jockel, mach's doch der Dr. Dorin nicht so schwer. Dr. Dorin, du hast gesagt, du hilfst mir. Und wenn er noch ein paar Tage bei uns bleibt, damit wir ein bisschen vorbereiten können? Wenn's noch mir ging. Tut mir leid, Frau Doktor. Jockel, komm, wir müssen voran. Dr. Dore wird dich bestimmt bald besuchen. Und ich auch. Du, Jockel, vielleicht komme ich sogar mit Blaulicht. Jockel. Alle wollen mich los haben. Und du jetzt auch. Dorothee! Was ist los? Sie haben Jockel abgeholt. Wer?
Meierhofer. Meierhofer? Scheiße. Das ist, als hätten sie einem das eigene Kind weggenommen. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich gleich morgen früh darum kümmern. Warum bist du eigentlich nie da, wenn man dich wirklich braucht? Du solltest dir noch mal ganz genau überlegen, ob du einen Arzt zum Mann nehmen willst. Eurem Kind wird's besser gehen, hat er gesagt. Oh Mann, habe ich ein schlechtes Gewissen. Du kannst nicht alle Kinder auf dieser Welt glücklich machen. Ja, ich weiß. Henriette. Guten Abend alle zusammen. Kannst ruhig sagen, wenn ich nerve. Ich glaube, ich ziehe gerade aus. Wieso das denn? Du bist verrückt. Was ist denn passiert? Es ist nichts passiert. Das ist es ja eben. Ich denke und denke, er ist ein netter Kerl, ich bin ein netter Kerl und trotzdem, es funktioniert nicht. Versteht ihr das? Nee. Ich habe geglaubt, dass du endlich den Richtigen gefunden hast. Ich suche immerzu nach einem Schuldigen. Ich kann ihn nicht finden. Wahrscheinlich ist der Alltag schuld. Dann werde ich mein Leben beenden als intolerante olle Kuh und das war's dann. Mir kommen gleich die Tränen. Mit so viel Mitgefühl hatte ich gar nicht gerechnet. Hast du vielleicht mal einen Whisky da? Na, hör mal. Das ist hier ein Schwangerenhaushalt. Verdünn ihn bitte nicht mit Wasser. Kann ich eine Nacht bleiben? Kannst ruhig sagen, wenn ich störe. Du kannst so lange bleiben, wie du willst, das weißt du doch. Ich freue mich. Du freust dich. Ich bin todunglücklich. Und du freust dich. Henriette. Ah, gut, dass ich Sie treffe, Herr Kollege. Lisa und ihr Bäuchlein haben mich an etwas erinnert. Sie wissen ja, wie mein Schreibtisch hin und wieder aussieht. Also, ein interessanter Lehrgang für fortgeschrittene Hebammen wurde mir offeriert. Hier, bitte. Und ich denke, dass wir das machen sollten. Zeitliche Probleme wird es nicht geben, denn wenn Henriette zurück ist, kann Lisa sofort weg. Nun? Was meinen Sie dazu? Hm. Ja, ist Ihre Meinung oder was? Nein, ich finde es gut. Meine Vorschläge sind immer gut. Ja, ich werde mit ihr darüber sprechen. Einen Lehrgang? Ihr traut mir wohl nichts zu, oder? Das Beste ist für die Klinik gerade gut genug, sagt der Professor. Steckt noch was anderes dahinter. Na ja. Aha. Jetzt mal ehrlich, Henriette. In der jetzigen Situation wärst du gar nicht so schlecht, wenn du ein bisschen Abstand gewinnen könntest. Ein kleiner Tapetenwechsel oder so. Und das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? Soll ich euch mal was sagen? Ich hab Schiss. Bei mir hat gar nichts geklappt, obwohl ich ihn doch gern hatte. Vielleicht liegt das ja an mir. Ich habe so lange allein gelebt, dass ich vielleicht verlernt habe, zu lieben. Kann das sein? Sag mal, spinnst du? Liebe hat doch mit Gefühl zu tun. Hast du keine Gefühle mehr? Trotzdem, irgendwas stimmt nicht mit mir. Bei euch ist alles ganz anders. Bei euch ist alles freundlich und offen und geradlinig und ihr versteht euch ohne Worte. Ich krieg ganz lange gelbe Zähne vor Neid, wenn ich euch so angucke. Henriette. Also los, ich spende euch ein Eis. Ich muss mich sowieso revanchieren für Kost und Logis. Hm? Guten Tag. Na, Mama, wie geht's dir? Wie soll's mir schon gehen? Sie wollen noch etwas abklären, heißt es. Es ist nicht nur eine Zyste, sondern auch noch ein Myom. Das wollen Sie vielleicht eintrocknen, sagt der Oberarzt. Eine neue Methode. Tja, und was sagt Dr. Georgi? Warum fragst du das? Nur so. Mach mir nichts vor. Einer, der noch rot wird, taugt nicht zum Sparkassenfilialleiter. Junge, ich glaube nicht, dass sie die Rechte für dich ist. Mal so gesehen. Mama. Du arbeitest, sie arbeitet. Und wie sie hier arbeiten, manchmal 24 Stunden.
Frühdienst, Nachtdienst. Es ist ein Chaos. Also ich weiß wirklich nicht, worüber du redest. Aber ich. Eine Familie ist nur eine Familie, wenn sie möglichst viel gemeinsam hat. Mama, bist du etwa eifersüchtig? Na hör mal, ich bin deine Mutter. Eben. Ich weiß, ich weiß. In einem bestimmten Alter wird von einem erwartet, dass man ins zweite Glied tritt. Dass man verzichtet. Aber dass es so früh gehen würde. Übrigens, das Frikassee von gestern kannst du wieder mitnehmen. Es ist zu viel Zitrone daran. Ich habe dir immer gesagt, Zitrone nimmt dem Kalbfleisch den Geschmack. Und jetzt bin ich müde. Ja, dann kann ich ja gehen. Servus. Hallo. Hallo. Na, Sie sehen irgendwie ein bisschen zerknittert aus. Ärger? Nein. Das Frikassee hat nicht geschmeckt. Das Frikassee hat hervorragend geschmeckt. Sie haben es gekostet? Ja, natürlich. Ich muss doch wissen, worauf ich mich einlasse, wenn mich einer bekochen will. Wie lange muss Mama noch hier bleiben? Noch mindestens 3 Tage. Dann könnten wir es morgen. Ich meine natürlich nur, wenn es Ihnen passt. Es passt. Gegen 8? Um 8. So, Henriette, das ist der neue Arbeitsplatz. Aber was sage ich, du kennst ihn ja schon. Guten Tag. Ich bin Henriette, die Neue. Hi, ich bin Gina, die Alte. Na, was soll es werden? Ist egal, Hauptsache gesund. Frau Dieterle weiß es schon. Ein Mädchen. Was dauert noch ein bisschen? Sie werden das schon machen. Ganz bestimmt. Ich denke, wir werden gut miteinander auskommen. Ja, so muss es sein. Schwester Henriette? Unsichere Gegend, was? Unsicher? Wie kommen Sie darauf? Weil Sie mich zum Auto begleiten. Ach so, nein, das hat sozusagen mehrere Gründe. Aha. Nicht, dass Sie das jetzt falsch auffassen. Könnten Sie sich vorstellen, dass ich und Sie, nein, ich meine natürlich Sie und ich, wir, also anders ausgedrückt, wir beide gewissermaßen ab und an gemeinsam irgendwas unternehmen könnten. Ja, sollten, ich meine, einfach so. Doktor? Hans-Peter, bitte. Hans-Peter, Sie sind ein Quatschkopf. Liebenswerter zwar, aber ein Quatschkopf. Ja, ich weiß. Was wissen Sie? Das weiß ich jetzt wieder nicht. Wissen Sie, warum ich gerade eben ausgezogen bin? Ja, weil dieser Herr nicht zu Ihnen passt. Und auf die Idee, dass ich vielleicht schuld sein könnte, kommen Sie nicht? Nee. Nee. Doktor Hans-Peter, was wollten Sie sagen? Ich? Nichts. Wie kommt es eigentlich, dass Sie mich so hilflos machen? Ich mache Sie hilflos? Wissen Sie was? Am besten ist, Sie lassen mich einfach in Ruhe, Mann. Ich fahre morgen zum Lehrgang und dann bin ich weg und das ist gut so. Ich bin nämlich zu alt für solche Spielchen. Nein, nein, nein. Doch, das wollte ich Ihnen ein für alle Mal gesagt haben. Ich mache Sie hilflos. Hilflos. Oh, Hilfe! Ja.